Ja, hallo und ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge aus Zusi 3. Heute sind wir mal unterwegs auf der Schnellfahrstrecke Göttingen-Kassel und zwar heute mit dem ICE 1189 Richtung München. Unsere Triebfahrzeuge sind zwei ICE-T, ein 411 und ein 415. Und ja, mit dem werden wir jetzt hier in Göttingen jeden Moment starten in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe. Wie man es aus Zusi kennt, geht das ja, wie ich gerade schon sagte, immer relativ schnell mit der Abfahrt. Und mit dabei, wie ihr seht, natürlich auch wieder meine Fahrbildkamera, wie ich das ja immer in Zusi mache. Achso, die Türen sollte man dann vielleicht. Den Türwandschalter sollte man dann vielleicht auch auf verriegelt stellen, bevor man versucht loszufahren. Ja, dann geht es jetzt aber auch wirklich los. So, ich hoffe, es läuft alles. Das ist jetzt mein, keine Ahnung, wie vierter Versuch. Weil einmal habe ich was Falsches gedrückt. Dann ja, ging gar nichts mehr. Davor hat mein Fahrpult irgendwie mal kurz gesagt, so, nee, ich habe keine Lust mehr. Aber jetzt scheint es zu laufen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es da in der Fahrbildkamera so gut sehen könnt. Ich denke mal nicht. Unser Zug ist 317 Meter lang. Wir haben eine Fahrplangeschwindigkeit von 230 km/h. So viel dazu schon mal. Und wir sind jetzt hier pünktlich in Göttingen abgefahren. So, ich hoffe, mein Tablet hier, übrigens mit der App QDMI, wer es noch nicht kennt, kann man sich sein MFD aufs Tablet anzeigen lassen. Ich hoffe, die Verbindung hält einigermaßen, weil jetzt in letzter Zeit, wo die ganzen Leute zu Hause sitzen, da ist die Internetleitung hier öfter mal etwas schlechter und dann funktioniert das nicht ganz so gut. Aber wir haben jetzt gerade 13:11 Uhr, da sollte das eigentlich relativ gut klappen. Ja, wir fahren so ein bisschen hier in den Sonnenuntergang jetzt rein. Das ist zuerst 15:04 Uhr, ich weiß nicht, warum die Sonne hier schon untergeht. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist Winter oder so. Kommt sie jetzt auch nicht so laut raus. Aber das soll uns nicht stören. Ist eine schöne Kulisse. Ja, normalerweise bin ich ja nicht so der Typ, der hier so die ICE und Co. durch die Gegend fährt. Das wisst ihr ja. Aber hin und wieder mache ich das dann doch mal. Und bei einem auf dieser Strecke hier sowieso auch nicht so viel anderes übrig bleibt, außer mit Güterzügen im Stockdunkel hier durch die Gegend zu fahren, dachte ich mir, fährst du heute mal ICE. Ein bisschen Abwechslung. So, jetzt können wir gleich in die LZB rein. Kilometer 103,0 ist der LZB-Punkt. Sobald wir dann mit unserem gesamten Zug drüber sind, hier sehen wir ihn, werden wir in die LZB aufgenommen. Dürfte ungefähr in 2 Sekunden der Fall sein. Oder einer. Ja, und dann dürfen wir auf 230 hoch. Ich finde es ja ganz interessant hier, wenn ich mir die Displays anschaue. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht so ganz, weil wenn ich mir zum Beispiel die Zugkraftanzeige anschaue, da ist alles in diesem, ich nenne es mal, schwarz, dunkel, grau so ein bisschen. Und in diesem, also innerhalb der Zugkraftanzeige ist es richtig pechschwarz. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Keine Ahnung. Und auch wenn ich die anderen Displays dunkel schalte, rechts und links, unten die Beschriftungen, die bleiben irgendwie hell. Ich weiß nicht, ob das original so ist oder ob das irgendein Fehler ist. Das ist mir nur mal so aufgefallen.
Ja, ansonsten, nach wie vor sitzen wir alle hier zu Hause, hoffe ich. Außer die, die natürlich arbeiten müssen. So, ich zum Beispiel. Und nehme jetzt dieses Video für euch auf. Ja, ist nicht so, dass ich den ganzen Tag zu sich fahren würde oder sonst irgendwie am Computer rumhänge. Das Gute ist, dass ich ja eigentlich so ziemlich alle meine Hobbys oder viele meiner Hobbys noch weiterhin nachgehen kann. Mich an die Strecke stellen irgendwo und filmen gehen und so. Das ist ja alles glücklicherweise möglich, denn spazieren gehen, ne, in Anführungszeichen spazieren gehen, ist ja offiziellerweise erlaubt. Und wenn ich mich da irgendwo an die Strecke stelle und da Fotos mache oder oder filme, da komme ich auch mit niemand anderem in Kontakt. Insofern gibt es da keinen Grund, das irgendwie zu verbieten. Es gibt natürlich kein offizielles Verbot oder Erlaubnis, Transporting zu machen. Das ist klar. Aber ja. Ich denke, ihr versteht, dass es da eigentlich nichts gibt, was dagegen spricht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich ja im Moment ziemlich eingespannt hier, was den Bau von dem Dashboard angeht. Wobei es da jetzt so langsam dem Ende zugeht. Ich warte jetzt noch auf ein Paket heute und dann ja, wird das, was da noch drin ist, eingebaut. Dann ist es eigentlich soweit fertig. Ich habe eben die letzten Schalter und Hebel verdrahtet. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise wie es soll. Übrigens, wir sind jetzt hier gerade Jünde BWF, hier ist der erste Scheitelpunkt, dann jetzt geht es mal kurz geradeaus und dann hinter dem Tunnel wieder bergab. Das heißt, dann erreichen wir auch mal die 230, beziehungsweise aus Erfahrung kann ich sagen, dass wir normalerweise gleich ein bisschen bremsen müssen. Ja, da wird es dann, um nochmal zum Dashboard zurückzukommen, auch in Kürze nochmal das ein oder andere Video geben. Einige haben ja auch schon gefragt, ja, wie funktioniert das jetzt mit dem Lenkrad, dann in Umsicht 2 und so weiter. Wie gesagt, da wird's, ich habe mich umsonst bei dem einen Video mit dem Lenkrad Teil 1 hingeschrieben. Es wird dazu jetzt in Kürze noch einen zweiten Teil geben, wo ich dann quasi elektronischen Teil zeige. So, jetzt sind wir bei 230. Langsam anfangen zu bremsen. Damit wir hier nicht zu schnell werden. Das regt mich ja bei allen ICE-Fahrzeugen auf, dass man die E-Bremse nicht separat ansteuern kann. Das regt mich wirklich auf, muss ich sagen. Ja, dann ziehen wir hier durchs Land. Und typisch Schnellfahrstrecke, so wie man das kennt. Tunnelbrücke, Tunnel, 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 Tunnelbrücke, Erbschutzwand, Bauhof. Ja, so ist es auch hier. Deswegen bin ich eigentlich nicht so der Fan von solchen Fahrten hier. Mal kann man das machen.
Der Tunnel hier ist schon ordentlich lang, muss man schon sagen. Ist immer schön, wenn man hier von der Schnellfahrstrecke Richtung Kassel fährt. Da geht es immer so einen 20er Schritten runter mit der Geschwindigkeit. So, wir dürfen scheinbar noch nicht rein in Kassel. So, wir kommen jetzt Fuldatal, Erikshausen. Signal. Da freut man sich doch.
So, LZB sagt 140, dann fahren wir 140. War ja zum Glück mein SBK hier. Trotzdem haben wir jetzt plus 2. So, jetzt hier Neigetechnik einmal festhalten, bitte. So, wir rechnen kurz Kassel-Wilhelmshöhe. Eine Minute könnte ich nochmal rausfahren, jetzt ein bisschen. Plus 1 haben wir aktuell. Ja. Und? Oh, sogar wieder pünktlich jetzt. Sehr schön. Gefällt mir das. So, oder mehr Werte. So, wir haben Kassel-Wilhelmshöhe erreicht. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal bis zum A-Sig rausfahren. Das hier ist ja nur das Z-Sig. Das sind dann nochmal, keine Ahnung, 2 Kilometer. Und dann ist die Fahrt erst beendet. Schauen wir mal.
So, jetzt sehe ich gerade, der Akku von meiner Kamera wieder sagt so langsam, du, ich bin leer. Ich will noch eine Powerbank geben, ob ich gerade anschließen kann. Oh, oh, scheint, scheint zu funktionieren. Die Frage, wie lange? So, Kollege hier, du, bist auf Fahrdienst. Aktuell sieht das noch ziemlich rot davon aus. Das Schöne ist, dass ich keine Abfahrtszeit habe hier für Kassel-Wilhelmshöhe. Sondern nur Ankunftszeit. Ah. Das heißt, ich weiß auch nicht, wann wir planmäßig hier abfahren sollten. Guck, ob hier drin steht. Auch nur Ankunftszeit. Naja, dann warten wir halt mal noch einen Moment. Fahren dürften wir jetzt immerhin schon mal. Nein, ich bin nicht in Göttingen. Kassel stehe ich. So. So, 13:31 Uhr. Ja, so langsam könnte man mal Schließvorgang eingeleitet. Den Schließvorgang einleiten, genau, das wollte ich sagen. Würde ich sagen, so lange könnte man ans Essen denken. Okay. Auf geht's in die wilde Fahrt. Auch die letzten paar Meter noch mitlaufen. Ja, bevor der Kollege, der gleich hier übernimmt, noch mit Verspätung fahren muss, geben wir noch ein bisschen Gas. Sehr schön. Ergebnis 100%, ja. Was will man da noch großartig sagen, ne? Also dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Genau, das war jetzt mal wieder sehr gutes Deutsch. Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.